Hey, habt ihr am 30. Juni schon was vor? Nein? Dann lädt euch die offene Jugendarbeit zum ersten Kehler Poetry Slam ein. Der Seeslam findet am Barthiesel in Goldscheuer statt. Im Wettbewerb treten Andi Strauß. Ich fand das bis dato auch immer ganz cool. Peter Parkstad. Ihr beautiful bitches. Und hässlichen Dudes. Daniel Wagner. Ich hab hier grundsätzlich nichts gegen diese armen Würstchen. Sophie Passmann. Niemand hat dir zu sagen, dass du deinen Teller heute Abend auf isst, denn die traurige Wahrheit ist, wir haben es nicht in der Hand, ob es morgen regnet. Und Philipp Strohan. Das wird übelst geil. Außerdem gibt es noch einen freien Platz. Und wenn du Lust hast mitzumachen, kannst du dich bei info@juke-kehl.de bewerben. Unser Featured Poet ist Patrick Salmen. Was für einen geilen Humor hat dieser Mensch und wie abgeklärt kann man bitte sein? Featured Poet bedeutet, dass er seinen Text zwar vorträgt, aber nicht beim Wettbewerb mitmacht. Moderiert wird der Slam von Nektarius Vlachopoulos. Herr Vlachopoulos? Ja, Ferhat? Kann ich kurz aufs Klo? Gerade eben war Pause, kann das nicht warten, aber ich muss groß, Herr Vlachopoulos. Meinetwegen, dann geh halt. Du willst wissen, was Poetry Slam ist? Poetry Slam ist ein Wettbewerb, bei dem selbstgeschriebene Texte innerhalb einer bestimmten Zeit einem Publikum vorgetragen werden. Die Texte können ganz unterschiedlich sein, zum Beispiel Gedichte, lustige oder traurige Texte, mit Kritik an der Politik oder zum Nachdenken anregend. Ganz wichtig beim Wettbewerb ist dabei, dass die Slammer ihren vorgetragenen Text selbst geschrieben haben müssen, nicht verkleidet sein und keine weiteren Dinge mit sich auf die Bühne nehmen dürfen. Die Slammer achten drauf, ob sie laut reden, schreien, tief oder hoch sprechen, leise flüstern, schnell oder langsam ihren Text vortragen und auf noch viel mehr. Das Publikum darf dann entscheiden, wer gewonnen hat, indem die Lautstärke vom Applaus gemessen wird. Einlass ist um 17.30 Uhr und ab 18 Uhr gibt's Live-Musik von Niklas Bonert und Stefan Feist. Der Slam beginnt um 19.30 Uhr und der Eintritt ist frei. Wenn es regnet, gehen wir in die Kulturfabrik Goldscheuer. Wenn du dir bei leichtem Regen nicht sicher bist, wo es stattfindet, ruf bei 07854 9045 an. Zum Seeslam kommst du einfach mit dem Auto oder dem Fahrrad. Und wenn du mit dem Bus kommen willst, steig an der Haltestelle Sparkasse in Goldscheuer aus. Beim Seeslam erwarten euch verschiedene Essensstände. Außerdem mixen unsere Jugendliche alkoholfreie Cocktails für euch. Und zwei Offenburger Künstler sind mit Live-Painting auf einer großen Leinwand dabei. Also, wenn du dich für ganz unterschiedliche Texte interessierst und eine neue, moderne Art von Gedichten und ihren Vortrag kennenlernen willst, bring doch eine Decke oder Stühle mit und komm am 30.06. vorbei. Weitere Infos bekommst du auf unserer Facebook-Seite Seeslam Kehl.